space to grow in this town. Out of love. Herzlich willkommen in Darmstadt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unter dem Titel Die Arbeit von morgen, Politik für das nächste Jahrzehnt, hat Frank-Walter Steinmeier in den vergangenen Wochen seinen Deutschlandplan vorgestellt. In dem Plan legt unser Kanzlerkandidat dar, wie in den nächsten 10 Jahren 4 Millionen neue Arbeitsplätze geschaffen werden können. Und es ist gut, meine Damen und Herren, dass Vollbeschäftigung damit wieder zum Ziel geworden ist und wir sowohl auf eine ökologisch erneuerte Industrie als auch auf die Kreativwirtschaft setzen. Wir werden auch in Zukunft beides brauchen. Gerade hier in Darmstadt zeigt sich, wie gut die Kombination funktioniert. Hier gibt es zahlreiche, wichtige, große und kleine Unternehmen, gerade in der Internet-, Software- und Kreativbranche. Brigitte Zypris genießt breite Unterstützung in der Stadt und der Region. Das zeigt sich auch daran, dass viele Sozialdemokraten heute nach Darmstadt gekommen sind. Streiten um den richtigen Weg, das ist das, was wir brauchen, um klarzumachen, wie kann eine Wahlentscheidung denn begründet werden? Worauf basiert denn eigentlich mein Kreuz am 27. September? Und da lade ich alle ein, guckt euch den Deutschlandplan an und informieren Sie sich darüber, was dort geschrieben steht und was wir anbieten. Meine Damen und Herren, liebe Genossen, muss ich jetzt vor allen Dingen sagen, die letzte Bundestagswahl war für mich ja hier eine Premiere. Ich habe zum ersten Mal in Darmstadt kandidiert. Und die Tatsache, dass ich gleich direkt gewählt wurde, hat mir viel Rückenwind gegeben für meine Arbeit. Ich glaube, ich bin hier angekommen in Darmstadt. Ich hoffe, das haben alle gemerkt. 15 Jahre habe ich hier zugebracht, gute Jahre. Habe hier in Hessen, in Gießen studiert, bin politisch erwachsen geworden in Hessen, wenn ich das für mich so sagen darf. Und vor allen Dingen habe ich meine Frau in Hessen kennengelernt. Auch dafür bin ich in Hessen dankbar. Aber noch jemand, und darum geht es mir, den habe ich in Hessen, in Gießen kennengelernt. Ihr habt das eben schon gehört. Brigitte, nicht nur vor mehr als 30 Jahren, das eigentlich schön ist, dass man das keinem von uns ansieht, dass das so lange her ist. Brigitte, wir haben zusammen damals an der Uni gestritten für die richtige Sache, für die bessere Welt, manchmal auch zusammen gebüffelt, aber vor allen Dingen haben wir über die vielen Jahre, die letzten 30 Jahre, uns nie aus den Augen verloren. Und deshalb bin ich derjenige, der sagen kann, aus voller Überzeugung und aus langer Erfahrung mit dir sagen kann, du bist die beste Justizministerin, die sich für dieses Land vorstellen lässt. Liebe Brigitte, du bist es und du bleibst es.
deshalb schnellstmöglich zurück zu den alten Regeln, wie Angela Merkel das gesagt hat. Das ist doch keine Lehre aus der Krise. Die Lehre aus der Krise ist doch eigentlich, dass wir vieles verändern müssen. An der Art, wie wir wirtschaften etwa. Dass wir wieder langfristig denken und weg vom schnellen Geld kommen. Dass wir wieder hinkommen zu mehr Verantwortung, zu mehr Vernunft. Und wieder hinkommen zu Pflichten, die für alle gelten. Und genau das ist das, liebe Genossinnen und Genossen, was ich meine, wenn ich von der Krise in den Köpfen rede. Das ist die Ideologie, die uns in diese Krise hineingeführt hat. Und dafür steht Schwarz-Gelb. Und die dürfen nicht das Sagen haben, wenn es nach der Krise weitergeht. Dagegen müssen wir stehen und dagegen müssen wir streiten. Für ein anderes Bild von Gesellschaft. Für ein Bild von Gesellschaft, liebe Genossinnen und Genossen, in der es fair und gerecht zugeht. Ich will eben keine Gesellschaft, in der Kinder ins Leben entlassen werden, ohne einen Schulabschluss, ohne eine Berufsausbildung. Und ich will, Brigitte hat das eben erwähnt, gleiche Rechte und Pflichten für alle Kinder, ganz gleich, ob sie in Aachen oder in Ankara geboren sind, ob ihre Eltern Müller oder Mutlu heißen, ob homo oder hetero, ob schwarz oder weiß, gleiche Rechte, darum geht es für alle Kinder. Wir finden damit, dass 70.000 Kinder jedes Jahr ins Leben entlassen werden, ohne Schulabschluss und ohne eine ordentliche Berufsausbildung. Das können wir nicht hinnehmen, meine Damen und Herren. Ich werde jedenfalls nicht vergessen, dass es da in den 70er Jahren Altvordere in der SPD gegeben hat, die gesagt haben, wir brauchen einen Bildungsaufbruch in diesem Lande. Wir müssen den Kindern aus den Familien, die bisher keine Chance hatten, wir müssen denen die Chance geben, auch weiterführende Schulen zu besuchen, auch Abitur zu machen und auch ein Universitätsstudium zu machen. Ich sage das deshalb, weil das ist das alte Thema des sozialen Aufstiegs. Dieses Thema des sozialen Aufstiegs, das hat sich nicht erledigt. Aber daneben ist ein brisantes anderes Thema. Und deshalb sage ich, wir sind es uns selbst schuldig, als Sozialdemokraten. Zweite und dritte. Wir sind es aber auch unserer eigenen Zukunft schuldig, meine Damen und Herren. Wenn es uns nicht gelingt, all die jungen Menschen in den schwierigen Stadtvierteln, wenn es uns nicht gelingt, denen eine ordentliche Schulausbildung und auch eine ordentliche Ausbildung. Hallo, hallo. Dankeschön. Hallo. Viel Erfolg. Danke. Helft mit. Wir schaffen das. Ja. Was machst du denn dann wieder Hoffnung?